neuen Stapel Assassin's Creed T-Shirts. Und die sollen natürlich nicht hier auf der Bühne liegen bleiben, sondern die gehen an diejenigen, die jetzt mit mir eine Runde Rayman Legends auf der Wii U spielen. Ich brauche drei Leute, die Lust haben, hier zwei kleine Level zu zocken. Wer möchte denn spielen und dafür ein T-Shirt kriegen? Du? Das Mädel hier nehme ich auf jeden Fall schon mal. Hallo, wie heißt du? Sandra, okay. Lad dein Zeug da ruhig ab. So, Sandra braucht zwei Leute, die mit ihr zusammen spielen. Ich nehme mich doch glatt mal dazu. Nein, Pierre, du nicht. Du hast das schon so oft gespielt. Hallo, du heißt? Chris. Okay, auch du darfst dich zusammen einsetzen. Jetzt einen noch. Ach, ja, wer springt am höchsten mit der Sonnenbrille? Hallo, wie heißt du? Mike, okay. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen darauf einigen, wer von euch mit dem Wii U Gamepad spielt. Wer hatte noch nie mit der Wii U gespielt von euch? Hast du schon mal gespielt? Hast du? Du? Du hast schon? Dann darfst du an dem Gamepad spielen, weil du hast noch gar nicht damit gespielt. So, das ist einmal für dich. Pass ein bisschen auf, weil wir ein Entwickler-Kit haben, ist das noch per Kabel. So, ihr dürft euch jeder einmal die Controller schnappen. Und damit... Hast du schon was gedrückt? So, warte mal. Hier ist dein Stylus, den brauchst du gleich. Du schaust nur auf diesen Screen, du brauchst da nicht drauf gucken. Deine Figur heißt Murphy, das ist dieser kleine grüne Kerl. Den kannst du steuern, indem du ihn bewegst und alles andere wird dir angezeigt. Habt ihr schon raus, wer ist? Nee, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Einer von euch ist Rayman, einer von euch ist Globox. Du bist Rayman, dann bist du der blaue Globox. So, B ist Schlagen, A ist Springen. Genau, und du kannst mit verschiedenen Sachen interagieren. Das wird dir hier mal angezeigt. Du kannst den Bein jetzt über den blauen hier hoch, nach oben. Genau, so dann kannst du denen eine Plattform machen, damit sie da drauf springen können. Ja, wenn Rayman sich jetzt auf dieses Ding draufstellt, auf das blaue oder Globox, und du es hochziehst, ziehst du nochmal hoch. E, hier, hoch. Jetzt hast du eine Rübe. Das ist auch gut. Aber versuch mal, diesen blauen Kerl da aus der Erde zu ziehen, den du gerade hochgezogen hast. Der kommt nicht mehr, dann hast du ihn verscheucht. Ja, dann ziehen wir mal weiter. Das ist doch egal. So, ihr könnt natürlich auch fleißig Loops sammeln. Ja, genau. Hilf ihm mal. Den kleinen Kerl zu befreien. Oh, du bist gefressen. Nochmal. Zusammenarbeit ist alles, ihr könnt euch aber auch gegenseitig behindern. Das ist ja das Witzige an den Rayman-Spielen. Spätestens seit Rayman Origins ist unser Held wieder ganz vorne mit dabei. Genau, zerreiß mal die Leine, dann kannst du da, zerreiß die mal und tschack. Jawohl. Dann kommen die Jungs da auch besser dran. So, wir haben noch nicht viele Punkte. Ja, Katapult und dann geht es rüber auf die andere Seite, wo Schloss ist. So, und jetzt müsst ihr aufpassen, gleich kommen ein paar Gegner. Die müssen jetzt mal ordentlich ein paar Ohrfeigen bekommen. Mit dem Mähknopf immer schön draufknölzen. Da kommt noch einer. Immer voll auf die 12. Hilf mal einer dem Globox, schlag ihn mal. Jawohl, besser. So, ihr könnt durch die Tür gehen. Und der erste Level ist geschafft. Wir machen aber noch einen kurzen zweiten Level im Anschluss. Vorsicht, Falle. Murphy kann immer helfen. Genau, du kannst immer ein bisschen den Jungs assistieren. Immer da, wo der Fall ist, genau. Hoch damit, jetzt schnell durchlaufen da unten. Super. Das funktioniert ja immer besser. Da oben befrei ihn. Hau den Kasten kaputt. Sehr gut. Vorsicht. Ja. Achtung, Feuer. Damit tun die es nicht in den Raum kommen. Die Sänger machen ihren Job gut. Freie Bahn. Jetzt da die Plattform runter bewegen. Noch ein Stückchen.
ein bisschen schwerer, der hat nicht so diese Propellerohren wie Raymond. Dafür hat er, ich sag mal, andere gewichtige Gründe, die ihn zu einer tollen Figur machen. Ihr könnt euch, wie gesagt, auch gegenseitig behindern. Ja, jetzt prügeln sie sich gegenseitig, das war klar. Kaum haben sie das rausgedrückt. Genau, so, jetzt nehmen wir das mal auf die ungefährliche Seite, ja. Und jetzt, vorsichtig weiterklettern. Uah! 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 Okay, noch ein Rätsel. Murphy ist wieder am Werk. Ja, Achtung. Okay, durchlaufen, laufen, 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 weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen, 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 laufen. Vorsicht, rein. Uah! Ja, das ist Timing gefragt. Wir probieren das nochmal. Versuch's einfach. Ja, dreh's mal so, dass die nicht die Dornen zu denen zeigen. Ja, okay. Okay, jetzt 1, 2, 3. Laufen, 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 laufen. Stopp! Nicht so schnell! Nicht so schnell! Probier's nochmal, vorsichtig. Lobox, lauf! 3, 2, 1. So, jetzt laufen. Laufen. Langsam. Jetzt. Okay. Da kommt der Zwischenapplaus berechtigt. Das finde ich super. Wenigstens einer, der mitmacht. Ja, danke. Okay, Crossfight. Unser grüner Freund Murphy muss Rayman und Globox die Drachen vom Hals halten. Was macht ihr denn da, Jungs? So, springen und klettern, das müssen die beiden Helden im Hintergrund machen, während Murphy alles unter Beschuss nimmt. Ihr seid mäßig erfolgreich darin, sag ich mal. Ja, ja. Schnell, 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 schnell. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zügiger sein. Das ist ein bewegter Level. Schneller, 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 weiterlaufen, weiterlaufen. Nicht lange aufhalten da. Schnell, bevor die Plattform weg ist. Raymond! Ja, weiter. Weiterlaufen. Oh, Gott sei Dank. So, kurz vorm Ende. Raymond hat es nochmal kurz erwischt. Das ist jetzt ein Level, da müsst ihr genau auf die Musik achten. Denn die gibt quasi den Takt vor, wenn ihr denn nochmal loskommt. Schnell, 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 schnell. Ja, sehr gut. So. Ah, da muss man schlagen. Die Barriere wegschlagen. Am besten im Takt der Musik, falls ihr sie hört. Bam. Jawohl, nochmal. Bam. Das sieht doch viel besser aus. Schlagen. Und schlagen. Jawohl. Die Musik hilft, den richtigen Takt zu finden. Dann läuft es ja auch wie am Schnürchen. Aber ich sehe schon, ihr habt so langsam wirklich raus. Showdown. Oh, oh, shit. Los, nochmal. Oh, oh, Globox. Nicht mehr lang bis zum Levelende. Los, die letzten paar Meter, die kriegt ihr noch hin. Es ist nicht mehr weit. Jump, jump. Ja, schlagen. Rayman, wo bist du? Geh das! Das kriegt ihr hin! Hol den Globox mal wieder ziehen! Kannst du den Globox helfen? Ja! Ah. Komm, letzter Versuch! Wenn ihr es jetzt nicht schafft, erlöse ich euch von eurem Leid. Weiter, 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 weiter. Na gut, komm, lasst es gut sein. Habt ihr super gemacht. Ihr kriegt natürlich eure Assassin's Creed T-Shirt. Ihr habt euch redlich verdient. Eins für dich, eins
für dich und ich guck mal, ob ich auch eins für dich finde. In L. Warte mal. XL. Das müsste L sein. Bitteschön. Prima. Dankeschön fürs Mitmachen. Hat mir super gemacht.